herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen, andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, weiter geht es. Ich hatte mir gestern schon Gedanken gemacht, was ich heute filme, und das Thema Wüstenrosen ist eigentlich wieder aktuell, denn wir hatten ja Probleme gehabt mit Schädlingen und wir haben das Ganze mit Nikotinsud, also mit Zigarettenstummelsud, eingesprüht. Das Ganze habe ich dreimal gemacht mittlerweile, in Abstand von 2-3 Tagen. Und ja, das Ganze hat genial funktioniert. Die Pflanzen bekommen kräftiges Grün und sie fangen wieder an zu wachsen. Aber dazu kommen wir gleich im Näheren. Das zeige ich euch dann, was sich dort verändert hat und was jetzt heute Morgen im letzten Film in einem Kommentar gefragt wurde, ob ich zu den Wüstenrosen nicht mal wieder was zeigen könnte, insbesondere zu der, wo der Kaudex dicker werden sollte. Ja, und aus diesem Grunde werden wir heute mal die Erde hier raus entfernen und gucken, ob sich da etwas getan hat, was sich da getan hat und ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht. Eines sehen wir jetzt schon im Vergleich. Das sind beides die gleichen Pflanzen hier. Man sieht, der hat längliche, schmale Blätter, ein kräftiges Grün mittlerweile, wie gesagt. Auch der war krank gewesen. Und hier haben wir kräftige, große Blätter erzielt. Die ist jetzt noch nicht ganz so grün, so dunkelgrün, weil die habe ich erst einmal mit Nikotinsud eingesprüht. Sie waren nicht krank gewesen, aber ich dachte mir, wenn es den anderen gut tut, dann tut es der auch gut. Und ich gehe mal davon aus, dass die dann jetzt demnächst auch ein kräftigeres Grün entwickelt. Ein bisschen kann man schon sehen, dass die Blätter etwas dunkler werden mittlerweile. Auf jeden Fall ist das auch eine spannende Sache. Ja, ich würde sagen, als allererstes gucken wir jetzt mal hier in die Kiste rein und schauen, was sich da getan hat. Ich selber weiß es auch noch nicht, denn das Ding kann man nicht ständig rausnehmen hier. Dann ist das ein bisschen blöd, mit der Erde einen ausfüllen. Von daher schauen wir jetzt gemeinsam einmal dort rein und lassen uns überraschen oder auch nicht, je nachdem. So, dann machen wir das jetzt mal. Zunächst mal müssen wir jetzt den Kasten hier öffnen. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden. Ich versuche es jetzt einfach mal mit der Schere. Ob wir das so hinkriegen. Ja doch, das geht dann gut. Wir haben das bis unten hin auf. Mal gucken, ob wir das jetzt einfach aufklappen können. Überraschung, ein Päckchen aufmachen. Ja, das klappt ganz gut. So, ready. Müssen wir dann gegebenenfalls gleich wieder zukleben, das Ganze. So, ja, dann machen wir jetzt einfach mal die Erde vorsichtig weg. Die ist sehr trocken, die Erde. Also ich gieße den auch nur, wenn er wirklich trocken ist, so wie jetzt. Ansonsten wird er nicht gegossen. Ja, also ich würde sagen, außer dass ich dort ein paar kleine Würzelchen, auch nicht sehr viel, entwickelt haben. Ich muss jetzt einfach mal runter hier. Ja, also hier kann man sehen, es ist eigentlich nicht viel dicker als bei dem hier. Gucken, was wir vergleichsmäßig so hinkriegen. Also, ich würde sagen, da ist nicht wirklich was viel dicker geworden. Tja, ist die Frage, packe ich ihn wieder ein oder nicht? Auf jeden Fall wächst er in diesem Behältnis wesentlich besser. Hat also wesentlich größere Blätter auch. Das ist also schon enorm. Also in so einem flachen Kasten kann man ihn sehr gut einpflanzen, da wir hier sehr viel Wurzelraum haben zu den Seiten hin, was wir hier natürlich nicht gegeben haben. Von daher ist das also optimal, die schon mal in flache Schälchen einzupflanzen. Aber wie wir sehen, tja, also dicker, würde ich sagen, ist das jetzt eigentlich nicht. Kommen wir jetzt zu der Wüstenrose. Die hat also mächtig gelitten gehabt. Hier kann man auch sehen, dass das hier also alles am Absterben ist mittlerweile. Und hier ist der Neuaustrieb. Also hat auch hier die Behandlung mit dem Nikotinsud richtig gut geholfen. Also der Austrieb ist kräftig und frisch. Jetzt müssen wir natürlich den alten Teil hier noch entfernen. Und ich hoffe, dass das dann bis da unten auch alles gesund ist. Und das werden wir jetzt erstmal vorsichtig abschneiden. Ganz vorsichtig. Und ich habe das Gefühl, ja, da ist noch mehr tot. Mal gucken, ob ich das so drauf kriege. Tada! Kann man das sehen? Ja. Also das ist noch matschig da drin. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt weiter vorgehen. Denn viel tiefer kann ich ihn jetzt eigentlich nicht mehr abschneiden. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze so und beobachten es weiter. Gegebenenfalls werden wir das ganze Teil komplett hier unten abschneiden. Und dann kann er neu austreiben. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall noch gegeben. Aber wir lassen ihn erstmal so und beobachten ihn weiter.
Auch bei dem Kandidaten hatten wir das Problem, dass dort Tiere dran waren und sich dort ja gut gesogen haben, auf gut Deutsch gesagt. Und man kann hier sehr schön erkennen, der Neuaustrieb ist kräftig, ohne schwarze Punkte. Also auch hier hat es sehr gut geholfen. Hier machen wir erstmal nichts, den lassen wir erstmal so weiter wachsen. Kommen wir jetzt zu der Stuning und zu der Orange. Die beiden Sorten, ja, die wachsen komplett anders. Die hatten wir beide eingekürzt. Der hat nur einen einzigen Neuaustrieb gemacht. Das lassen wir im Moment auch noch so. Also sieht auch kräftig und gesund aus. Allerdings brauchen wir, wie gesagt, hierbei erstmal nichts machen. Wir dürfen nicht vergessen, die bereiten wir zum Bonsai vor. Also die sollen nicht hoch werden oder kräftig wachsen, sondern die sollen wirklich klein bleiben. Ja, und bei der Orange, das ist eigentlich mit das hübscheste Exemplar. Einen ganz kleinen, dicken Bauch. Den hatten wir eingekürzt damals, das kann man sehr schön hier oben sehen. Und ja, er ist mittlerweile kräftig ausgetrieben an zwei Punkten, und zwar hier left and right, also links und rechts. Und die müssen wir jetzt wieder einkürzen, damit uns das Ganze nicht zu hoch wird, denn der Bonsai soll klein bleiben, viel verzweigt. Und ja, von daher werden wir ihn jetzt einmal gemeinsam zurückschneiden. Ich zeige einmal kurz eine Nahaufnahme, bevor ich ihn jetzt zurecht stutze. So, man kann sehen, hat jede Menge kleine Austriebe rundherum und halt auch zwei dickere Austriebe. Und die müssen wir jetzt, also müssen wir nicht, sondern wir schneiden sie jetzt zurück, damit, wie gesagt, das Bäumchen schön klein bleibt. So, dann fangen wir an. Den möchte ich als Haupttrieb behalten, das heißt, der bleibt etwas länger als der hier. Und von daher werde ich den also nicht ganz so kurz schneiden. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier so hin. Dann werden wir hier oben abschneiden. Ich gucke, dass ich hier nicht ins Licht komme. Zack, ab. Und gleich abtupfen, damit wir keine schwarzen, hässlichen Flecken bekommen. Das ist also immer ganz, ganz wichtig. Das müssen wir halt beobachten, solange wieder Saftaustrieb da ist. Tupfen wir das Ganze ab. Können wir schon mal auf die andere Seite gehen. Und den werden wir jetzt etwas kürzer schneiden, den linken. In etwa, ja, ich würde sagen, ungefähr auf die Hälfte. Gucken wir das auch so hinkriegen. Tada, tada, tada. Ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt direkt mit der Kamera arbeitet. So sorry. Jetzt muss ich von hier nach unten schneiden. So. Festhalten. Vorsichtig. Ohne Gewalt. Ich kann das gerade selber gar nicht sehen. So, und auch hier natürlich sofort wieder abtupfen, damit wir halt keine hässlichen Flecken bekommen. Ja, und somit haben wir jetzt den hier als Haupttrieb. Ach, da habe ich das Blättchen hier angeschnitten. Naja, kann passieren beim Filmen. Der ist jetzt etwas länger und der ist etwas kürzer. Und so bauen wir den Baum auf, dass er also nach Möglichkeit, wenn uns das gelingt, hier dann halt etwas höher wird nach und nach. Und hier können wir vielleicht einen kleinen Ast entwickeln mit der Zeit. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt weiter vorbereitet zum Bonsai. Und somit darf er erstmal weiter wachsen. Weiter geht's. Ja, wir haben hier die Wüstenrose, die wir in ein Glas gepflanzt hatten. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Die wird ja ganz, ganz wenig gegossen. Also muss man wirklich aufpassen, nicht, dass wir hier unten eine Suppe drin haben, dass sich also hier Wasser drin sammelt. Das darf auf keinen Fall passieren. Und vielleicht kann man sie jetzt nicht beobachten, also nicht sehen so sehr. Aber hier wachsen mittlerweile schon Wurzeln nach unten. Das heißt im Klartext, wenn das Gefäß unten feucht ist, ist das vollkommen ausreichend, auch wenn es hier oben trocken wird. Das ist also nicht tragisch. Die Pflanze holt sich dann das Wasser von unten. Also nicht immer, wenn hier oben abgetrocknet ist, wieder nachgießen, sondern wirklich das ganze Gefäß beobachten. Nicht, dass wir dann irgendwann dort eine dicke Suppe drin stehen haben. Und so. Ja, nur mal kurz gezeigt. Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, machen wir mal kurz unseren kleinen Drachen kleiner. Denn auch der ist mittlerweile wieder gewachsen. Ich zeige ihn gleich ganz kurz in Nahaufnahme. Das ist wirklich wunderhübsches. Total geniales Teil. Das sieht so krass geil aus. Und wir müssen ihn zurückschneiden. Aber wie gesagt, ich zeige das mal kurz in der Aufnahme. So sieht der kleine Drachenbonsai jetzt aus. Also er ist wirklich total cool. Ja, das Projekt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was schneiden wir jetzt? Wer weiß es schon. Wir haben hier im unteren Bereich, das kann man sehr schön sehen, diesen kleinen dicken Zweig, und den müssen wir jetzt abschneiden, beziehungsweise
ja, entweder abschneiden oder einkürzen, damit hier im oberen Bereich die Kraft wieder gelenkt wird und das Ganze hier sich schneller entwickelt. Die schneiden wir auch bei Gegebenheit zurück, aber im Moment noch nicht. Die müssen erstmal etwas größer werden. Allerdings der eine hier, man sieht, der ist schon mächtig lang geworden und raubt der ganzen Pflanze komplett die Kraft. Das heißt also, alles wird jetzt hier reingelenkt und es kann durchaus sein, dass dann hier ja das alles verkümmert. Und von daher müssen wir diesen jetzt also tatsächlich einkürzen, damit, wie bereits erwähnt, das Ganze dann, jetzt komme ich ja wieder nicht dran, das Ganze, die ganze Kraft dann nach oben gelenkt wird wieder. Ich muss gerade mal gucken. Können ihn bei Gegebenheit später nochmal komplett abschneiden. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Einfach nur um zu gucken, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Ja, und somit geht die Kraft jetzt nicht mehr hier hin, sondern wie gesagt nach hier und natürlich auch nach hier. Und dort wächst das Ganze dann jetzt wieder wesentlich kräftiger. Geiles Teil. Damit sind wir für heute auch fertig. Der Film ist gleich zu Ende. Mir hat es wieder riesen Spaß gemacht und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Zudem hier soll nochmal gesagt sein, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn jetzt noch höher wachsen lasse oder nicht, weil so groß möchte ich ihn eigentlich nicht haben. Andererseits wäre es vielleicht auch mal interessant zu erfahren, wie sich die Pflanze Natura entwickelt, ohne zu schneiden. Ich denke mal, dann lassen wir ihn erstmal weiter wachsen und mal gucken, vielleicht können wir ihn ja auch später noch schneiden. Er läuft ja nicht weg. Ja, Wüstenrose, ob klein, ob groß, ganz famos. Also man kann viel damit machen und es macht auch riesen Spaß, sich den Pflanzen zu nähern, auf gut Deutsch gesagt, und ja, die zu gestalten, zu schneiden, zu pflegen und zu hegen. Und zum Pflegen soll nochmal gesagt sein, gießen, wenn die Erde trocken ist, nass machen und dann nicht mehr gießen, so lange, bis die Erde wieder trocken ist, und dann wieder gießen. Also soll nicht nass stehen, auch nicht im Wasser stehen oder dergleichen. Es macht der Pflanze überhaupt nichts aus, wenn die Erde austrocknet, allerdings nicht ein ganzes Jahr, ne? Also wenn die Erde trocken ist, dann schon wieder gießen und dementsprechend auch regelmäßig düngen, wobei wir da aufpassen müssen. Also wir dürfen nicht, wenn die Erde trocken ist, dann die Pflanzen düngen, weil dann zu viel Salz in den Boden kommen und das den Wurzeln schaden kann. Also düngen nur, wenn die Erde feucht ist. Das ist ganz wichtig. Ja, mein Gott, was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin absolut begeistert, dass wir so viele Sachen zusammen machen und ihr mittlerweile auch vieles nachmacht oder auch selber andere Sachen macht und auch die Sachen bei Facebook zeigt. Das ist richtig cool, denn umso größer wird die Gemeinschaft, umso mehr Interesse besteht. Vor allem, wenn Menschen sehen, dass sich andere Menschen dafür interessieren, dass es ja gar nicht so verkehrt ist, sich mit Pflanzen zu beschäftigen und mit der Natur im Allgemeinen. Von daher, umso größer die Gemeinschaft ist, umso mehr gezeigt wird, umso mehr Interesse wird auch geweckt. Ja. Und umso mehr werden die Filme dann natürlich auch geguckt. Auch das ist mir natürlich auch wichtig, ganz klarer Fall. Denn ich mache die Filme ja dazu da, damit sie halt gesehen werden. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch, und habt viel Spaß mit euren Pflanzen und anderen Sachen, die ihr sonst noch so macht. Seid begeistert dabei, auch wenn mal was kaputt geht oder verkehrt geht oder nicht funktioniert. Nicht traurig sein, einfach weitermachen. Man lernt immer wieder was dazu, auch ich. So, bis denn. Ciao, ciao.